Yo, hallo, mein Name ist Labinator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Skybros auf dem Gomade.net Server. Wir spielen die Map Castle mit dem Kid Assassin. Ich habe noch mein Weihnachtsskin drüber, fällt mir gerade auf. Kann ich mal schnell ausziehen. So. Ist wieder mein alter, normaler Skin. Ups. Wieder aus dem F5 raus, weil die Runde gleich losgeht. Und dann wollen wir mal diesmal Kids machen, wa? So. Und zack. Halbwegs viel Crap aus der Kiste rausbekommen. Keine Spitzhacke, das ist kacke. Ich will Equip. Ich will nicht so ein Crap haben. Ich glaube, da muss ich hoch mir die Lederbrust holen. Weil ich nicht wirklich was Besseres habe. Oder ich baue mich hoch in die Mitte. Ich glaube, ich baue mich mal hoch in die Mitte. Das heißt, die Runde wird vielleicht ein bisschen langweiliger. Wenn man da meistens weniger Kills macht. Meistens. Hoch One Stack. Ja, One Stack kann ich. Ich sollte mir die Enderperle wahrscheinlich eigentlich auf R legen, weil. Also. R ist bei mir der. Kurz gucken, der sechste Slot oder so ist bei mir. Ich habe das. Hab's hier einfach von dem Texture Pack übernommen. So, super, sind wir Mitte. Haben wir auch eine vernünftige Brust erstmal anziehen und dann die Schneebälle rauskleben. So. Jetzt können die Gegner kommen, ne? Würde ich mal so sagen. Jetzt sind wir ready. Um hier irgendwen abzuschlachten, ne? Zum Beispiel den hier, oder? Ey, wer den kriegen wir? Doch, den kriegen wir easy. Kein Problem für uns. Was eine Frage. Es war auch die ganze Zeit gar nicht. Hey, es ging eigentlich wirklich voll. Falls da oben irgendjemand. Oh, jetzt haben wir. Ja gut, jetzt haben wir zwei Brustplatten. Zwei Brustplatten mit Schutz 1, was ziemlich geil ist, hatte ich nicht in Lava immer. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich den Stuff hier mal verbrennen, weil brauchen tue ich den ja definitiv nicht mehr so. Dann war der auch bestimmt an der Kiste hier dran. War der. Nee, war er nicht. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, der wollte anscheinend mich killen. Dann gratuliere ich dir zum Nicht-Gelingen deines Projekts. So, zack. Die Brust sollte ich mir vielleicht wirklich machen, weil. Ist immer besser. Ich habe 7 Level, das heißt, ich kann mir auch so ein Rückstoßschwert machen. Brauche ich das aber, ist die Frage. Mache ich mir. Wie viel Level haben wir denn? Wie viel Level können wir denn hier rauskriegen? Den kriegen wir vielleicht ein. Schärfe 3 Schwert zusammen. Wertet was? Hätte ich einen Amboss, hätte ich genug Eisen. Ah ja. Problematik ist, hier hat man kein Amboss in der Mitte anscheinend. Dafür hat man auf jeder äußeren Insel ein. Schon mal gut zu wissen. Falls hier irgendjemand langkommt, vielleicht fällt er ja auch ins Loch ein. Zaubertisch nehmen wir mal mit. Sind wir mal so mies zu unseren Gegenspielern. Oder freudig, falls uns jemand killt, freut er sich noch und kriegt das Ding. So, mein Inventar erstmal ein bisschen sortieren. Hier auf die 7 packen wir Blöcke rauf. Da hat sich, ach so, von da kam der aus der Mitte. Ist aber ein bisschen komisch gelaufen. Bisschen dumm. So, ich wollte gerade sagen, nee, da saß noch ein Tier aus, war es aber nicht. Die Axt drum, die können wir hier, wie wird haben wir hier wieder eine Axt aufgesammelt? Eigentlich alles verbrennen. Kriegt kein anderer. So. Das ist mal schön fies. Ach, das soll eine Kanone darstellen, fällt mir gerade so auf. Ich hab noch nie die Mitte so genau mal betrachtet hier. Muss ja schon mal zugeben, weil wer geht ja in die Mitte, um sich die anzugucken. Man lootet die und dann holt man und dann haut man wieder ab. Meistens irgendwie habe ich ein bisschen zu viel. Das soll ich gleich wegschmeißen. Das kann ich auch wegschmeißen. So. Ach, da oben ist noch eine Kiste drauf. Ja gut. Zum Glück wollte ich da nochmal hin zu dem Dia. Hätte ich gar nicht mitbekommen, hätte ich gar nicht bemerkt. So, was brauchen wir jetzt nicht? Die Sticks brauchen wir nicht, weil wir haben ja hier. Hä, war gerade in der Kiste, nee, es war mein Schwert, das ich hier gesehen habe.
So, da oben kommt irgendjemand in die Mitte. Kann ja so freundlich sein und uns dem entgegenbauen. Beziehungsweise wir sind so freundlich und bauen uns dem entgegen. Weil ich ja raus wieder will aus der Mitte. Aus dem Leben ist übrigens noch 5 Spieler, nur noch ein Kill. Also ein Kill nur gemacht. Ich wollte gerade sagen, muss ich ja aufpassen mit Schneebällen oder so, aber. Ich bin der einzige Schneeball, der hat hier, kann ich mir. Oh Mann, ja, der Spinnnetz war so klar. Habe ich überhaupt genug Blöcke hier aus der Mitte mitbekommen? Wurde er jetzt von hinten gekillt oder was? Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Dann wäre ich fast runtergesprungen. Als ob der mich noch kriegt. Das wäre kacke. Nein! Mist! Jetzt ist der auch tot. Mann! Mann, das regt mich auf. Das ist schade. Aber so, dann haben wir jetzt mal raus in die Lobby. Weil ich habe nämlich so mega viele Coins über. Ich habe 200, 3000 Coins. Könnte ich mir eigentlich ein Kit oder sowas kaufen. Mache ich aber nicht. Geh mal zum Spawn und jo, dann können wir uns, gönnen wir uns einerseits hier. Einmal können wir mal gucken, wann wir den nächsten Bonus abholen können. In 3 Stunden. So, dann gönnen wir uns hier eine neue Kiste. Dann gucken wir uns die Kiste an und klicken, um zu starten. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Wir kriegen Koffing. Ich weiß zwar nicht, was ist, aber wir setzen uns mal auf. Hier kurz der 5 geben, dass man sieht. So, Kopf auf. Nutzen. So, da haben wir jetzt den Koffing Head. Okay. Sieht ziemlich komisch aus. Hat der hinten, sieht der auch noch nach irgendwas aus? Ne. So, und dann gönnen wir uns noch ein Lotterie los. Kaufen, einlösen und zack, 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 zack. 1052 Coins. Ja, geht doch. Haben wir nur 9000 Coins verlust gemacht. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und sage tschö.